Hallo liebe Radsportfreunde, heute bin ich mal mit dem Rennrad unterwegs. Und zwar bin ich hier wieder auf dem Fennmann-Radweg. Wollte heute mal eine gemütliche Tour machen, mit nicht so vielen Höhenmetern. Mal sehen, ob das auch klappt. Ich fahre jetzt einfach mal drauf los. Also wie gesagt, auf dem Fennmann-Radweg von Röthke nach Lammersdorf. Dann geht es weiter Richtung Vossenach, Großhau zum Rennweg. Und dann schaue ich mal, wie ich die Tour dann gestalte. Also dann, bis später. Ich bin jetzt gut 5 Kilometer unterwegs, bin gerade vom Fennmann-Radweg abgebogen. Ich bin hier noch in Lammersdorf. Jetzt geht es Richtung Vossenach. Hier bin ich jetzt am höchsten Punkt meiner Tour, mit knapp 600 Meter über Normal Null. Hier ist das Forsthaus Jägerhaus. Der Wind kommt natürlich leider von vorne. Sonst ist das hier eine schöne, schnelle Strecke. Wie die Wiesen hier blühen, der viele Löwenzahn, das sieht schon toll aus im Frühjahr. Hier bin ich jetzt kurz vor Vossenach. Ich bin jetzt gerade durch Hürtgen gefahren, jetzt geht es weiter Richtung Kleinhau und dann nach Großhau und dann zum Rennweg. Schön, ja, das Raps hier blüht. Super. Bin schon durch Kleinhau durch. Jetzt fahre ich nach Großhau. Hier in Großhau geht es jetzt ab auf den Rennweg. Richtung Schevenhütte. Da war schon das Hinweisschild. So, das ist hier jetzt eine wunderschöne Strecke zum Rennradfahren. Kann man in beide Richtungen sehr gut fahren, also nur zu empfehlen, ab vom Verkehr. Ich bin immer noch auf dem Rennweg. Das sind, denke ich mal, so 5 Kilometer insgesamt. Aber ist jetzt nicht mehr weit. Links von mir ist die Weber-Talsperre. So, hier endet jetzt der Rennweg. Da scheint die Straße neu gemacht zu sein. Richtung Schevenhütte. Ich hoffe, da kann ich fahren. Ja, sieht so aus, da kommt schon ein Motorradfahrer vorne. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus. Ja, und der Straßenverkehr, bin ich, die ist ja super. Toll gemacht, lässt sich super, super fahren. Prima, freut mich. Jetzt aber nicht übersitzen, denn da die Straße ziemlich schlecht ist. Ich fahre also über Gressenich und dann Mausbach und dann weiter nach Weinich. Hier bin ich jetzt in Altweinig.
wunderschön erhaltene Bruchsteinhäuser. Hier geht es von Breinig Richtung Hahn und dann nach Walheim. Es ist schon wunderschön hier, dieses Tal. Da unten im Tal, das ist die Itter. Hier bin ich jetzt am alten Bahnhof von Walheim und fahre wieder auf dem Fennbahnradweg. Hier bin ich jetzt sofort am Rahener Bahnhof. Hier kann man einkehren in den Biergarten, das ist recht schön. Hier sind tolle Bänke, Sitzgelegenheit, schöner Pausenplatz. Und hier das Bahnhofscafé. Mit Selbstbedienung, auch sehr zu empfehlen. Und weiter geht's jetzt nach Rötchen. Jetzt bin ich sofort in Rötchen. Einmal unter der Himmelsleiter durch. Jetzt mal einen schönen Blick über Rötchen und der Fennbahnradweg. Hier bin ich auf der Fennbahntrasse kurz vor Rötchen. Der Fennbahntrasse, immer noch in Rötchen. Jetzt ist es nicht mehr weit bis zum Schlebach-Parkplatz. Dann habe ich die Tour für heute auch geschafft. Und es war auch eine Runde mit wenig Höhenmetern für die Eifel. So, jetzt geht's ab vom Fennbahnradweg. Also dann, tschüss und bis zum nächsten Mal.